Was ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe? Zerstören Sie die Androiden, die die hellblauen Bürger angreifen. Jupp. Um die Mistsorte zu erreichen, müssen Sie die Zitadelle in der Mitte der Karte zerstören. Die Zitadelle ist durch Wälle und Verteidigungsanlagen gut geschützt. Sie brauchen also Einheiten, die auf das Niederreißen von Gebäuden spezialisiert sind. Also Zerstörer und Feuersiphone. Diese beiden Einheiten werden im Palast ausgebildet. Und Schwerpunkte sind Androiden. Diese mechanischen Fußsoldaten sind am effektivsten in großen Verbänden. Hat sich der Gegner zurückgezogen oder wurde er vernichtet, beginnen Androiden in einem Verband sich gegenseitig zu reparieren. Solange noch Überreste von ihnen übrig bleiben, können selbst tote Androiden noch repariert werden. Was sie garstig macht. So, das eine Tartaros-Tor sind wir los. Wen muss ich eigentlich in die Himmelspforte einquartieren? Eigentlich nur Ajax. Wo versteckt sich Amandra gerade? Oh, wir haben den Baum der Hesperiden bekommen. Ich finde gerade Amandra nicht. Da ist Amandra. Und Castor. So, die Mission war ziemlich schnell. Gehen wir gleich in die letzte. Krieg der Titanen. Wo sind wir? Dies ist das alte Atlantis. Ja, du Narr. Aber hier wird es auch sein, dass Kronos aus dem Tartarus entkommt und die Erde betritt. Seht, Gaia ist hier. Das ist die Lösung. Wir müssen Gaias göttlichen Zauber der Saat über den heiligen Becken auf den äußeren Inseln beschwören. Okay, wir haben ein paar Dorfbewohner. Uranus Himmelspforte ist zusammengebrochen. Unsere Verstärkung wird auf dem Seeweg kommen. Yuji? Errichten wir an der Stelle gleich mal eine Kaserne. Und eine Festung. Und ein Feld. Und machen wir gleich mal Einheiten besser. Wir müssen uns bereithalten, die heiligen Pflanzen beschützen, die wachsen werden, sobald wir Gaias Zauber beschworen haben. Ja. Beschwören wir gleich mal hier. Herbeirufen Baum. Können wir insgesamt viermal anwenden. Samen der Gaia auf Gaias Beckenrichtung, um einen Baum wachsen zu lassen, der Gaia, die Titanengöttin der Erde, herbeiruft. Ja, dafür müssen wir erst immer einen der jeweiligen Orte erreichen auch. Auf diesen versunkenen Landen wird niemand Wälle errichten können. Nein. Auch gut zu wissen, dass wir keine Wälle errichten können. Aber dafür können wir jetzt wenigstens Verstärkung ausbilden. Und ein paar Forschungen betreiben. Nur Elite-Sachen brauchen wir nicht unbedingt. Ich denke mal, wenn wir die beiden Dryaden... Die Verstärkung ist gelandet. Gut, Verstärkung ist schon mal nicht schlecht. Nahrung kriegen wir jetzt leider nur von einem einzigen Sammler. Bis wir nicht irgendeinen Platz zum Jagen freigemacht haben. Hier wären Reliquien. Gold kann schneller gesammelt werden, ist die eine und die andere. Die da. Infanterie wird schneller ausgebildet. Naja. Hartes Unglück. Erhöht die Sichtweite vom Speeren, um abgelegene Gebiete zu erforschen.
Bogenschützenballisten richten mehr Schaden an. Und das waren, glaube ich, die meisten. In Wedge. Und ja, wir sehen wenigstens den Gegner da oben. Er scheint schon mal hier drüben was vorzuhaben. So, ist alles einigermaßen heldenreif. Nee, da fehlen noch zwei. Euch beide wollte ich zurücklassen. Gaia hat dieses verwüstete Land geheilt und für unsere Ankunft vorbereitet. Ja, da richten wir jetzt auch mal so ein Ding drauf. Schwerpunktimplosion. Die Implosion ist ein verheerender göttlicher Zauber aus dem mythischen Zeitalter, der Einheiten in eine schimmernde Kugel saugt und sie dann in einer Druckwelle wieder ausspeit und dabei Gebäude beschädigt und Bäume niedermäht. Je mehr Einheiten eingesaugt werden, umso größer der Schaden in der Umgebung. Er soll auf eine Armee zielen und das war's. Verstärken und erweitern Sie Ihre Streitmacht. Schicken Sie dann bewaffnete Speertrupps zu den vier Becken der Gaia, damit diese innerhalb Ihrer Sichtweite sind. Beschwören Sie den göttlichen Zauber des Samen der Gaia über jedem der Becken. Nachdem Sie die magischen Bäume herbeigerufen haben, müssen Sie auch in der Lage sein, diesen zu verteidigen. Und ja, wir können keine Welle errichten. Wir können höchstens Türme errichten. Wir brauchen Sicht durch den Gefechtsnebel, um Gaias göttliche Zauber über den heiligen Becken zu beschwören. Oh. Das ist wiederum nicht so schön. Ich glaube, ich schicke mal meine Reiterhelden zurück. Die werden damit hoffentlich klarkommen. So, quartieren wir die Dorfbewohner mal wieder aus. Und lassen sie weiter sammeln. Nur dich nicht. Du gehst hier rüber und baust mir hier auch eine Festung und ein paar Verteidigungstürme auf. Du wirst auch ein Held. Gehst hierher zurück. Und eigentlich müsste ich eine Händlergilde bauen, um mehr Ressourcen zu produzieren. Ich hoffe mal, es kommt bald wieder Verstärkung an. Weil im Augenblick sieht das noch nicht so berauschend aus. Adate des Kronos haben... Die klauen mir Reliquien noch so. Ah, ach ja, du bist angekommen. Kannst mir aber hier gerade keine Festung errichten. Und ja, das Tor zum Hades wird demnächst aufgesprengt. Vielleicht hätte ich doch die eine Reliquie... Gold kann schneller gesammelt werden. Kann ein Reiterheld die aufsammeln? Kann ich nämlich hier einen Tempel bauen. Jupp, ein Reiterheld kann die aufsammeln. So, du baust mir hier eine Festung. Und da hier gerade der Angriff kam, schicke ich meine kleine Armee, die ich habe, gleich mal weiter. So, jetzt wird wenigstens Gold mal schneller gesammelt. Du nicht. Du sollst weiter bauen. Und am besten noch ein bisschen mehr Verteidigung. Oh, bringt der Landungstrupp. Es ist weitere Verstärkung aus Ägypten eingetroffen. Ach nee, das war ein ägyptischer Trupp.
cool. Okay, ihr bleibt mal hier und bewacht. Du sagst mal das Ding auf. Schiff aus Fingernägel für kostenlose Nahrung. So, die paar Einheiten, mit denen werden wir hier hoffentlich fertig. Oh, da liegen... Wow, liegen hier viele Reliquien, merke ich gerade. Mythische Einheiten kostengünstiger. Mythische Einheiten setzen ihren Spezialangriff öfter ein. Erhöht die Angriffskraft von Türmen. Ich glaube, hier muss ich einen Tempel errichten. Aber erstmal noch einen Belagerung... einen Verteidigungsturm. So. Und aktivieren wir mal die hier. So, dann fehlt nur noch ein einziger von den Dingern. Ja. Ihr bleibt hier schön hier. Mehr Sichtweite für Gebäude wäre nicht schlecht. Ja. Mehr Arbeiter wären eigentlich nicht verkehrt. Und vielleicht mal ein paar mehr Truppen. Momillos und Arkusse. Und da kommt schon der Angriff vom Gegner. Mal wieder. Ach ja, und du bewegst dich hier hoch und errichtest erstmal hier hinten einen Tempel. Und dann gucken wir mal, welche Reliquien. Kleines Goldrinnsal ist zum Beispiel nicht schlecht. Die Lebenspunkte von Dorfbewohnern ist auch nicht schlecht. Geschwindigkeit von Kavallerieeinheiten. Helden fügen mythischen Einheiten mehr Schaden zu. Ist auch okay. Was haben wir hier? Angriffsstärke von Türmen. Auch nicht schlecht. Erhöhte Sichtweite aller Gebäude wäre nicht schlecht. Dorfbewohner ernten schneller. Ah, aber das sind schon 5. Wo bleibt mein Dorfbewohner? Da kommt er schon. Und da kriegen wir langsam die Truppen, die wir brauchen. Wir könnten theoretisch hier eine kleine Armee zusammenstellen und die hier unten rum lang schicken. Keinen Moment zu spät. Ui. Griechische Verstärkung, sehr schön. Errichten die gleich mal ein neues Feld. Wieso habe ich eigentlich 3 Goldsammler? Kannst du bitte mal mithelfen, Holz abbauen? So, schafft die Reliquien da rein. Und du hilf am besten auch mal beim Holzabbau. Gut. Dich noch verbessern. Und dann schicken wir euch mal hier los zu der griechischen Verstärkung, würde ich sagen. Na, ich denke, die meisten Gebiete können wir jetzt gut halten. Bis wir Gaia endlich befreit kriegen. Wenn nicht, haben wir ja noch ein paar Karnivore, die wir herbeibeschwören können. Und die haben das heroische Zeitalter erreicht. Das heißt, es wird noch ein bisschen schwieriger. Bevölkerungslimit 170. Jo, schicken wir euch mal hier oben hin. Jetzt sind nämlich alles Helden, was Helden sein kann. Oh, ihr habt kein Gold mehr. Dann geht ihr da drüben Gold sammeln. Und wir besetzen
den letzten Teich. Wir rufen die Titanen der Erde herbei. Gaia. Beschützen Sie mindestens einen der magischen Bäume, bis Gaia erscheint. Ja, ich denke mal, wir werden mehr als einen Baum hinkriegen. Eugene?